Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Schön bei und heute ist der 9. März und heute erschien das umfangreiche Update für Transport Fever. Und morgen kommt eine reguläre Folge von mir, aber ich schiebe die jetzt nochmal davor, denn ich will euch zeigen, was mit dem Update auf sich hat. Und ich muss sagen, bei mir läuft alles. Und ja, ihr werdet sehen, so beim Runtergehen und Rübergehen ruckelt es ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall eine krasse, spürbare Verbesserung der Performance. Schaut euch das mal an. Die Autos, ihr werdet es in dem Video sehen, das morgen rauskommt. Autos und Züge ruckeln hier in diesem Abschnitt extrem oder ruckelten bis zum Update. Nach dem Update alles flüssig. Ich habe tatsächlich meinen letzten Spielstand genommen. Ich habe rund 1400 aktivierte Mods. Das sind welche, die sind aus dem Steam Workshop, welche, die im regulären Mod-Verzeichnis liegen, alte Mods, die noch in einem anderen Mod-Verzeichnis liegen und so weiter und so fort. Und alles läuft, alles fährt, nichts fehlt. Es gab keine Abstürze, keine Fehlermeldung. Und die Ladezeit hat sich geringfügig verändert. Dauert bei mir 16 statt 20 Minuten. Witzig, ne? Mit einer M2 SSD oder wie auch immer. Aber die Performance ist sensationell. Und wir sehen das jetzt mal aus diesem Blickwinkel hier. Ihr werdet morgen in der regulären Folge sehen, die ich hier vor abgedreht hatte, wie das ruckelt in diesem Abschnitt. Hier jetzt nach dem Update aber wirklich der versprochene Performance-Gewinn. Also großartig. Ja, wir sehen hier, die Züge rollen hier flüssig durch. Scheinbar hat sich auch ein bisschen was an den Partikeleffekten getan, was so Rauch angeht und Qualm. Das sieht ein ganzes Stück hübscher aus. Andere Dinge habe ich mir jetzt im Detail noch nicht durchgeschaut. Ich habe auch keine Vanilla-Fahrzeuge. Im Großen und Ganzen fahre ich eigentlich hier oder zu 100% mit gemoddeten Fahrzeugen, weshalb ich da noch keine Änderung oder Verbesserung der Optik feststellen konnte. Ich bin aber mal so grob drüber gegangen, habe geguckt, ob irgendwo was fehlt, ob irgendwas auffällig ist. Das ist nicht der Fall. Alles läuft, alles funktioniert, alles ist an seinem Platz. Das letzte, was ich hatte, war die, ich nenne sie mal Beta-Mod von Rico mit dem Mähdrescher und den Traktoren, die noch nicht erschienenen Häuser vom Peugeot Racer und. Und alles ist an seinem Platz, alles fährt und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, wirklich gelungen. Vielleicht habe ich auch einfach nur massiv Glück gehabt, ich habe keine Ahnung. Ich nutze kein NEP, ich nutze auch keine tiefergreifenden oder tiefergehenden Mods, die irgendwie in das Spiel da eingreifen. Das sind in der Regel alles nur Assets und Fahrzeuge. Vielleicht auch mal irgendwie eine Mod zur Änderung der Linienfarbe oder hier vielleicht Extended Particle Effects, die ich bis dato genutzt habe. Oder so Tools wie Build Without Collision von Vacuum Tube. Solche Sachen halt, aber ansonsten nichts, was jetzt da wirklich irgendwie das Spiel ändert. Ja, also so schaut's aus. Performance ist großartig. Ich freue mich somit auf tatsächlich die nächsten Aufnahmen und auf das nächste Schönbauprojekt, das dann jetzt auch direkt beginnen kann. Ich war ja erst skeptisch und dachte mir, naja, wartest du erstmal ab ein Harst der Dinge, die da kommen werden. Aber es sieht sehr gut aus. Wer weiß, wie es bei einem neuen Spielstand ist. Vielleicht geht da auch gar nichts. Das werde ich aber sehen. Zumindest aber hier im aktuellen läuft alles. Autosave hat dieselbe Dauer wie zuvor auch. Da gab es keine Verbesserung, zumindest in meinem Fall nicht. Aber es geht sehr flott. Damit kann ich durchaus leben. Und ja, ihr seht so beim Drehen der Kamera hängt es immer mal wieder. Es ruckelt auch mal, aber das ist mir völlig egal. Mir geht es um die Details und um das, die Performance letzten Endes im Spiel selbst. Und schauen wir mal jetzt auch aus der Kameraperspektive. Ich nehme 35 mm, so meine reguläre Aufnahmebrennweite. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, und es fährt. Ihr werdet, wie gesagt, morgen in dem Video sehen, das ich schon abgedreht hatte, wie das hier an diesen Stellen schon gut ruckelte. Und das ist weg. Die Fahrzeuge fahren flüssig. Es macht richtig Spaß und ich habe da wieder total Bock auf das Spiel. Ich habe auch total Bock, jetzt wieder zu bauen, denn ich habe mir jetzt vor dem Update noch gedacht, boah, wer weiß, was da für Probleme kommen, wer weiß, was alles funktioniert und was nicht. Und macht es überhaupt noch Spaß, Maps detailliert auszugestalten, richtig schön zu bauen, wenn das Spiel einfach nur abkackt. Und ihr seht ja, wir haben ja echt keine große Map. Wir haben hier einen kleinen Abschnitt, der zwar dicht bebaut ist, mit vielen Texturen und Krempel. Ja, aber Performance war einfach für den Arsch zum Schluss. Ich sag's so, wie es ist. Aber jetzt, aktuell, nach dem Update, wie gesagt, ganz frisch eingespielt. Ich habe mir nur lediglich ein Settings, Lua und so weiter gesichert, den Spielstand natürlich vorher weggesichert, die Mods vorher weggesichert und dann einfach drüber gebügelt und den letzten Spielstand gewählt. Ja, schaut selbst. Also, brauche ich nichts zu sagen. Großartig.
Alles andere, was so unter der Haube noch gemacht wurde, muss ich mir jetzt mal anschauen, hat mich jetzt nur sekundär interessiert. Primär ging es mir tatsächlich um die Lauffähigkeit all dessen, was hier installiert ist, ob der Spielstand weiterhin nutzbar ist. Und das werde ich jetzt auch mit den ganzen alten oder letzten Spielständen mal ausprobieren. Vor allem auf den Maps, auf denen gar nichts mehr ging. Meine Initiale, meine ganz große Map, ihr erinnert euch vielleicht noch, Staffel 1, Riesenmap. Und dann wurde, ich weiß gar nicht, Staffel 2 oder 3, da wurden sie deutlich kleiner. Da hatte ich Märklin Gleispläne umgesetzt. Aber die erste Staffel hatte ja eine Riesenmap, auf der gar nichts mehr ging. Das möchte ich mir jetzt mal anschauen. Ich weiß allerdings nur, dass da viele Mods Probleme machen. Schauen wir mal hier dieses Draw Calls. Da sieht man in der Regel, was die Probleme verursacht. Es sind immer wieder Snowballs, also Snowballs-Zäune-Mod wird immer angemäkelt. Ganz oben steht in der Regel, stehen diese Weidezäune, aber auch Gleise, Bäume und so weiter tauchen immer wieder auf. Auch mal das eine oder andere von SM1. Ja, ihr seht es ja hier. Aber jetzt gucken wir mal so am Rand des Fensters. Ich drehe mich jetzt mal hier rüber. Und ihr seht die Schatten der Vögel, ihr seht, wie die ruckeln. Ihr seht im Hintergrund auch gleich einen Bus vorbeikommen, ihr seht ein Auto vorbeifahren. Und das, was ihr jetzt hier seht, das war der letzte Zustand vor dem Update. Ihr seht das Auto hier, nicht ganz so krass, aber zumindest annähernd. Und jetzt mache ich das Fenster wieder weg und ihr seht, wie flüssig es läuft. Und ich schalte das Fenster nochmal ein und dann sehen wir den Vergleich. Und ihr werdet es, wie gesagt, auch in dem Video sehen, was hier nachkommt. Wie die Sachen ruckeln. Ja, ihr seht das also hier. Und so verhält sich es auch in der allerersten Staffel ganz zum Schluss. Fenster weg und wir haben hier den Performance-Schub nach dem Update. Das ist sensationell. Ich freue mich extrem und werde einfach mal gucken, was uns noch geht. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Guckt rein, wenn es weitergeht mit Schönbau hier bei mir. Das war's zum Update. Bis dahin, macht's gut und tschüss.